Conny Leimer hat gerade, wenn ich mir das Urteil anmaßen darf, auf Champions League Niveau gepostet beim Shooting mit dem neuen Teamdress. Bist du einverstanden mit meiner Kritik? Servus Conny. Auf jeden Fall, ich glaube, das ist super erfasst. Das war ein ganz hohes Niveau, wie ich da vor der Kamera gelächelt habe. Und na, immer wieder lustig, ein paar Fotos zu machen, gehört dazu. Habe ich das richtig erfasst, dass der Jubel auf Kommando ein bisschen zaghaft gekommen ist? Ja, ich sage jetzt mal so, im Fotoraum ein bisschen herumschreien ist dann doch ein bisschen schwierig, aber wie wenn es dann wirklich ein Tor schießt im Stadion, da sind dann doch ein bisschen die echteren Emotionen dabei, aber ich glaube, ein gutes Foto ist schon geworden, das passt schon. Ja, außerdem bist du ein gut aussehender junger Mann, da ist ja keiner der Fotograf fast nicht viel verkehrt machen. Noch dazu haben wir es ja mit einer sehr herzeigbaren Wäsche zu tun, glaube ich, oder? Auf mit der kann man schon bei der Euro was reißen. Auf jeden Fall, die Wäsche schaut auf jeden Fall super aus und jetzt sollte man das genauso füllen am Platz, wie die Wäsche ausschaut, dann passt das. Genau, und ein Auftakt dazu ist ja, glaube ich, mit dem Spiel in Bratislava einigermaßen gelungen, auch wenn es womöglich spielerisch noch nicht ganz das Gelbe vom Ei war. Auf welcher Position in einer Skala von 1 bis 10 verortest du das Spiel? Ja, von 1 bis 10 sind wir gut. Ich glaube, es war einfach eine sehr Durchschnittspartie mit einigen guten Sachen, mit einigen nicht so guten Sachen, mit nicht so leichten Platz, ich weiß nicht, wie man das gesehen hat, wo wir auch ein paar Sachen nicht so gut gemacht haben. Grundsätzlich, ich glaube, mit trotzdem einem souveränen Start, mit einem 2-0 Sieg in das Eurojahr. Und ja, wir haben noch was zum Tor, das wissen wir, aber wir sind gut trotzdem in Form, in Tritt. Wir wissen, wo wir hinwollen, wir wissen, was wir können. Und jetzt geht es einfach auf den Weg weiterzumachen, uns nur mal zu verbessern und dann in der Euro die bestmögliche Leistung zu zeigen. Und ich bin sehr positiv gestimmt, dass wir in der Truppe einiges bewirken können. Das nehmen wir gerne mit. Jetzt darf ich nur erklären, wir zeichnen hier vor dem Türkei-Spiel auf. Das heißt, ich kann natürlich noch nicht auf das Türkei-Spiel ansprechen. Aber was ich mir schon anmaße, ist ihn natürlich auf den Kracher in der deutschen Bundesliga anzusprechen, der ja am Wochenende ansteht. Mit den Bayern geht es gegen Dortmund. Kribbelt es schon? Jetzt haben wir das erste Spiel am Dienstag, dann fliegen wir nach München und dann ist das nächste Spiel. Es geht ja sowieso bei uns immer so zack, zack, hin und her. Darum konzentrieren wir sich ja nur aufs Hier und Jetzt. Und natürlich ist gegen Dortmund immer ein besonderes Spiel. Aber grundsätzlich ist genau so, am Dienstag freue ich mich auf das Spiel bei uns daheim genauso. Ich hoffe, vor ausverkauftem Haus und dann fliege ich zurück. Und dann wird das auch ein sehr interessantes Spiel, was wir natürlich gewinnen wollen. Und dann, jetzt muss ich dann doch nochmal auf die deutsche Bundesliga zu sprechen kommen, dann lasse ich dich sofort in Ruhe. Dann wirst du lieber auf der Sechserposition oder dann doch rechts hinten spielen, wenn es gegen Dortmund geht? Im Großen und Ganzen habe ich ja schon oft gesagt, dass am Wurzeln fühle ich mich im Mittelfeld. Aber ich bin da auch schon sehr herumgeschoben worden. Ich tue mich da ehrlich gesagt eigentlich auch leicht, muss ich sagen, wenn ich mal andere Positionen spielen tue. Und das habe ich auch schon oft gesagt. Ich bin jetzt keiner, der was jetzt so viel Gedanken macht. Und ich bin auch der Meinung, dass ich die eine oder andere Position auch sehr gut spielen kann. Aber am wohlsten fühle ich mich natürlich im Mittelfeld, da ist die besten Abläufe. Da weiß ich halt so ein bisschen, ohne viel nachzudenken, wo ich mich hinbewegen muss, ohne dass ich jetzt so viel nachdenken muss. Und das hilft dann meistens im Spiel. Aber im Großen und Ganzen bin ich da sehr einfach gestrickt, wie am Platz stehen und Fußball spielen. Und wo das dann genau ist, ist mir ziemlich egal. Hauptsache ich stehe am Platz. Ist dir der Trainer auch wurscht, wenn er da die Abschlussfrage auch noch abluchsen darf? Oder wen wünschst du dir denn ab Sommer als neuen Chef bei den Bayern? Ich glaube, da habe ich sowieso nichts zu entscheiden. Das müssen andere Leute machen. Und am Ende weiß man sowieso nicht, was auf einen zukommt. Und da lasse ich mich komplett überraschen. Und ich glaube, das wird sicher, egal wer es wird, dann am Ende ein sehr guter werden. Aber der Teamchef bleibt schon Ralf Rangnick. Den bellst du in Österreich. Den nimmst du nicht mit nach Bayern, oder? Den nehme ich nicht mit. Das soll ich hoffentlich nur lange beim Nationalteam bleiben. Wir nehmen dich gerne beim Wort. Vielen Dank für deine Zeit. Alles Gute. Gerne. Danke. Gell? Danke. Ciao. Ciao.